das Ding gebe ich dir auch. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyphone einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Ja, war dir alles gut. So. Der Empfang ist immer noch super. Hä? Muss ich da jetzt echt hochgehen und dass die beiden reden? Das ist ein Quatsch. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super, sag ich ja. Genau. Mann. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert nicht einfach... Ich habe Tonis Frequenz eingestellt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen... Okay. Also die richtige Frequenz habe ich schon mal. Rufus, warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Ich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Okay. Das haben wir toll gemacht. Erstmal mehr oder weniger, ne? Das heißt, sie ist jetzt beim Therapeuten. Ach gut, dass Toni echt wegen ihm zum Therapeuten muss, ne? Das Spiel hat, by the way, alle meine Ideen inzwischen über den Haufen geworfen, die ich hatte. Also den Rest der Ideen. Therapiesitzung im Gange. Immerhin hatte ich mit dem Postboten den richtigen Riecher. Medikamente kommen? Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Ja, geh mal da rein. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt?
Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Gib das mal dem hier. So. Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ork. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Das warst du, du Trottel. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Upsi, hier muss es seltsamer aufwendig sein. Ich wollte eigentlich den nach Toni senden. Aber gut, damit ist, glaube ich, klar. Ach ja, der... Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Oh Mann. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ork. Jetzt zeige ich den nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Nein! Schwuppdiwui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Was? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Nee, du bist voll dämlich. Ach, du hast das vorher abgemacht, okay. Boah, ich habe auch echt halt gedacht, ne? Passt. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Für... Also wir brauchen auf jeden Fall... Das Ding. Strich 75. So. Hier habe ich noch keine Rohrpostpost, ne? Also ich kann es nicht versenden. Das ist alles derselbe, wenn ich noch ein... Weil ich werde den ja jetzt nicht hier einfach verschicken können, ne? Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Okay, dann gehst du zum Terminal. Das ist ja schon ausgefüllt. Ja, aber es ist falsch ausgefüllt. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf. Ah, medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen URG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben URG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen URG-122. Ja. Okay, gut.
bin immer noch nicht ganz happy mit dem hier. Also mit dem Formular jetzt. Ich hätte da den Schraubenschlüssel auswählen sollen, glaube ich. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut, bringen wir es hinter uns. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Ach so, und jetzt... Wollen wir noch einmal dieses... Ich hab gedacht, vielleicht hat sich das verändert. Sie wollen den Rorschach tippen. Na gut. Diesmal gewinne. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ja, Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes. Egal, machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen hier wirklich... Wieso? Ja. So. Wenn Sie lieber herumalbern... Aber ich habe doch nur gesagt... In dem Fall sollten Sie erst für Leute wie Sie... Ja, es gibt keine Terror für Exorzismus, bla bla bla. Und bitte halten Sie... Kann ich den Jungen nicht mal hier so einen Pott Bratensauce geben oder so? Okay. Was macht Toni jetzt eigentlich? Wo ist die denn? Okay. Hey, Toni! Was? Oh, wie bist du denn drum? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Nicht? Wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ich mach Toni aber. Wie hab ich dieses Geräusch vermisst? Danke, einmal reicht. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Oh. Zeige den 100 Kerzen. Nimm das und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Okay. Jetzt können wir einen Strick kaufen. Und ich glaube, ich weiß auch, was ich mit dem Strick machen muss. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Okay, da ist dann aber schon Strick, okay. Ja, geh runter. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Mut. Echt jetzt? Komm mit, ich zeig's. So.
ihn nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Jetzt nehmen wir das Strick, packen das an den Haken. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Jetzt gehen wir hier hin und dann wechselt er die Seite. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Ja, nur klappt das doch wahrscheinlich nicht so. Oh Gott, der arme Baby Boso. Die Falle ist gestellt. Ja, ich denke, das wird auch ohne Köder funktionieren. Ohne Köder? Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Ja, der Plan hat ja super funktioniert. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaufen. Das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Ja, gut. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Was? Heldenfoto. Ich muss doch irgendwie... was hat der mit den... Dieses Deponia-Ding brauche ich noch. Dann habe ich alle seine drei Dinger hier. Jetzt rufen wir erstmal Baby Boso zurück.